Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus. Und heute zeige ich euch den Stunt Editor, den wir am 2. August bekommen werden. Und zwar gab es in der letzten Woche einen Glitch, wie man in diesen Stunt Editor jetzt schon bekommen konnte. Leider war ich nicht da und konnte diesen Glitch nicht machen, deswegen musste ich das Gameplay von Pronix nehmen. Und ich bedanke mich natürlich auch herzlich bei dir, Pronix, dass das Gameplay natürlich nehmen durfte. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, checkt den mal aus. Auf jeden Fall, wie ihr im Hintergrund schon seht, seht ihr schon ein paar Sachen von dem Stunt Editor. Ich werde natürlich nicht alles zeigen können, weil es ist einfach riesig. Es ist so krass. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn es kommt. Aber ihr werdet hier schon ein paar Ausschnitte sehen. Also ich persönlich bin von diesem Editor echt überzeugt. Da gibt es Sachen, die man sich nie erträumt hätte in GTA. Zum Beispiel Tore. Mit diesen Toren kann man zum Beispiel Autofußball spielen. Also sprich den Job, sich selbst zu erstellen. Vielleicht machen sie auch irgendwann mal, keine Ahnung, so im Gegnermodus, so Autofußball. Das wäre doch mal was. Aber auf jeden Fall ist der Editor sehr abwechslungsreich und ich freue mich schon extrem, wenn er kommt. Und noch eine Sache, die ich persönlich sehr feiere. Und zwar gibt es diese Straßenabschnitte. Ich dachte so, wird bestimmt schwierig, die perfekt aneinander zu kriegen. Falsch. Die verbinden sich im Editor automatisch. Somit ergeben sie eine perfekte Ebene und keine Lücken, Huppel oder sonst irgendwas. Das ist richtig praktisch und ich finde richtig gut. Weil sonst hätte es wahrscheinlich Probleme gegeben, im Editor das perfekt hinzubekommen. Und jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen Highlight. Und zwar gibt es Feuerwerkskörper. Und in jeder erdenklichen Farbe platzieren kann. Das ist richtig geil, damit kann man richtig Special Effects machen im Rennen. Und ich persönlich finde das echt gut. Ich finde ja schon irgendwie, das sieht schon richtig fresh aus, dieser Nebel aus verschiedenen Farben, die sich irgendwie so richtig vermischen. Boah, ich mag das, ganz ehrlich, ist richtig geil. Also auf jeden Fall bin ich jetzt mal raus. Ich lasse natürlich das Gameplay noch ein bisschen weiterlaufen, aber es würde mich jetzt richtig freuen, wenn ihr jetzt mal den Like-Button verprügeln würdet für dieses krasse Gameplay. Und ich bedanke mich natürlich nochmal an Pronix an dieser Stelle. Viel Spaß noch mit dem Gameplay und ciao.